Ja, Ostern wird anders als sonst. Aber wie geht's denn danach weiter? Der Bundesgesundheitsminister hält Lockerungen für die Zeit nach den Osterferien für möglich. Dazu müssten die Infektionszahlen sich weiter positiv entwickeln. In Nordrhein-Westfalen wird ebenfalls bereits über Lockerungen nachgedacht. Da hofft man auch auf Zwischenergebnisse einer Studie, die heute veröffentlicht wurden. Experten hatten untersucht, wie sich das Virus ausbreitet, und zwar im Kreis Heinsberg, dort, wo Corona besonders früh und heftig zugeschlagen hatte. 500 Mal das gleiche Prozedere. Das Team um den Virologen Hendrik Streeck hat sich die Region genau angesehen, die vom Coronavirus besonders schwer betroffen war. Die Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg. Nach ersten Zwischenergebnissen wurde hier bei 15% der Bevölkerung eine Infektion nachgewiesen. Wir haben Fragebogen erhoben, einen Rachenabstrich genommen, um mit der PCR-Methode nachzuweisen, ob derzeit eine Infektion vorliegt. Und wir haben Blut abgenommen, um zu sehen, mittels eines Antikörpertests, ob eine Infektion stattgefunden hat. In der Gemeinde Gangelt konnten die Forscher fast alle Fälle untersuchen. Somit hätten sie eine Sterblichkeitsrate von 0,37% berechnen können. Zum Vergleich, das ist 5-mal niedriger, als es die amerikanische Johns Hopkins Universität für ganz Deutschland bislang berechnet hat. Nun könne man auch darüber nachdenken, in bestimmten Bereichen des Lebens die Auflagen etwas zurückzufahren. Immer unter der Voraussetzung, dass die Bevölkerung diese Maßnahmen ernst nimmt und dann auch unter diesen Bedingungen dann mitmacht. So könnten beispielsweise Kindertagesstätten in absehbarer Zeit wieder öffnen, wenn diese intensiver gereinigt würden. Besuche von Großeltern seien aber nach wie vor schwierig. Für alte Menschen müsse es länger besondere Regeln geben, denn sie seien besonders gefährdet. Das durchschnittliche Alter, auch nach Angaben des Robert-Koch-Institutes der Verstorbenen, liegt bei 80 Jahren. Von daher liegt es nahe, diese besonders zu schützen. Und deswegen können wir nicht ausschließen, dass in dieser Phase eine längere Zeit der Abstinenz zu den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen aufrechterhalten werden muss. Insgesamt sei der Landkreis Heinsberg knapp an einer Riesenkatastrophe vorbeigeschlittert, sagte heute der Landrat. Hätte man das Virus erst 1 oder 2 Wochen später entdeckt, wäre die Lage viel schlimmer. Inzwischen flache hier die Kurve der Infektionen ab. Oliver Köln, in unserem Hauptstadtstudio, gibt es schon Reaktionen aus Berlin auf die Ergebnisse aus Heinsberg? Ja, die gibt's. Der Bundesgesundheitsminister nennt das wichtige Erkenntnisse, die man aus der Studie von Heinsberg bekomme. Und vor allen Dingen liegt das daran, dass Heinsberg eben der Entwicklung in ganz Deutschland 2 bis 3 Wochen voraus ist. Insofern werden die Erkenntnisse aus dieser Studie auch in die Bewertung einfließen, die die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch nach Ostern vornehmen wird. Aber, und auch das sagen nicht nur Spahn, sondern auch sein Kollege Wirtschaftsminister Altmaier. Noch wichtiger als die Erkenntnisse aus Heinsberg ist es, dass sich über Ostern alle an die Kontaktbeschränkungen halten. Denn das sei der entscheidende Faktor, ob man mit Lockerungen anfangen könne oder eben nicht. Bislang haben die sich ja damit immer sehr zurückgehalten und hatte Jens Spahn schon vorher gesagt, er könne sich Lockerungen nach den Osterferien vorstellen. Ist das so ein Signal, dass es nun wirklich bald vorangeht? Ich glaube, man darf das nicht überinterpretieren, denn eigentlich können sich ja alle vorstellen, dass man nach Ostern mit den Lockerungen beginnt. Die Frage ist eben, wie, in welchem Ausmaß und wie gemeinsam gelingt das. Da wollen sich eben die Ministerpräsidenten absprechen. Aber es klingt jetzt schon so, wenn man zum Beispiel Markus Söder aus Bayern hört, dass das dann doch eher so kommen wird, dass einzelne Länder mit einzelnen kleinen Schritten anfangen könnten, sich aber nicht alle Länder gleichzeitig da bewegen können. Denn tatsächlich sind natürlich auch die Infektionszahlen und die Ausbreitung des Virus in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich. Und wer da mit was beginnt, das wird sich sicherlich individuell zeigen. Aber man darf natürlich davon ausgehen, dass, wenn sich am Mittwoch nach Ostern damit beschäftigt wird, dass dann zumindest klar wird, wann geht es mit einzelnen kleinen Schritten los. Die große Frage ist, welches sind diese Schritte? Das kann im Augenblick tatsächlich noch niemand sagen. Sind es Schulen oder Kitas? Sind es möglicherweise aber auch Geschäfte, die wieder öffnen können. Klar ist einfach nur, es wird irgendwann nicht mehr, man wird nicht mehr umhinkommen, über Lockerungen, auch zeitnahe Lockerungen zu sprechen. Selten war der Satz, wir sind gespannt, wahrer als diesmal. Oliver Köhr, vielen Dank.